herzlich willkommen bei Wildsing. Wir haben heute wieder ein Top-Review für euch, und zwar Long Distance Calling mit ihrem neuen Album Trips. Das kommt am 29.04. über Inside Music raus. Jawohl, und wer Long Distance Calling nicht kennt, sie machen Post-Rock oder haben mal Post-Rock gemacht. Kleiner Vorabgeschmack. und zwar im Normalfall, sie haben sich als Band gegründet ohne Sänger. Und die haben nur atmosphärischen Rock gemacht, halt Post-Rock, der sehr von seinen Melodien und seinem Verspielten gelebt hat und sozusagen musikalisch eine Geschichte erzählt. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, sie wurden recht bekannt. Sie wurden relativ schnell, haben sehr gute Kritiken bekommen, wurden sehr schnell bekannt, und das ist jetzt schon das fünfte Album. Genau. Und inzwischen arbeiten sie immer mehr mit Sänger. Genau, also dieses Mal haben sie Petter Karlsen, ein norwegischer Solokünstler, hauptsächlich engagiert, und er hat jetzt das erste Mal die Hälfte aller Songs mit eingesungen. Und das macht einen immens großen Unterschied zu den vorherigen Alben, wie Benne meint. Ja, auf jeden Fall. Und zwar hat er erstmal eine butterweiche Samtstimme. Ja. Wir hatten erstmal Schwierigkeiten zu erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist kein Witz. Also wirklich butterweich. Und die kriegen eine unglaublich poppige Note, die Songs. Also das Riffing ist immer noch verspielt. Es ist immer noch atmosphärisch. Es ist immer noch atmosphärisch, aber du kriegst letztlich so eine Art 30 Seconds to Mars Note rein. Ja. So ein bisschen dieses Power-Pop-Zeug. Durch diesen sanften Gesang und ab und zu, vor allem wenn er singt, wird es auch ein bisschen angenehmer. Und du kriegst jetzt auch so Songstrukturen rein, die einfach vorher nicht da waren. Klar, ein Sänger bringt viel Neues. Richtig. Mit. Und viele der Songs, die sind halt auch kurz, poppig, knackig, also haben eine Spielzeit von etwa 3 bis 4 Minuten. 3 bis 4 Minuten. Und allein das macht die Songs wesentlich zugänglicher jetzt wahrscheinlich. Aber halt auch irgendwie songartiger. Ich meine, Long Distance Calling stand ja ursprünglich jetzt nicht für Songs, sondern für so ein atmosphärisches Gesamtkonstrukt. Und jetzt hast du halt wirklich eine Band mit Songs und mit einem Sänger und Refrains und so. Wirkst du, als ob das jetzt etwas schlecht ist? Ja, also ich habe damals das erste Album gehört auch, und fand das total super. Das war damals echt was Neues für mich und habe das richtig runtergenerdet. So. Das hat mir richtig so irgendwie was gegeben. Und das war halt untypisch. Und man konnte immer wieder neue Aspekte rausfinden. Und das war so eine musikalische Reise. Unglaublich gut. Aber das alles mit einfachen Instrumenten gemacht. Und jetzt hast du halt eher so eine Art Powerpop-Band. Ja. Powerpop-Band. Also ich muss sagen, dass ich jetzt die vorherigen Releases gar nicht so kannte. Ich habe mal kurz reingehört, aber nie wirklich ein Album bewusst gehört. Und ich muss sagen, das war jetzt das erste Album. Und ja, ich fand es richtig gut. Also mir hat es gefallen. Diese Stimme, die hat irgendwas. Ich mag diese sehr sanften, fast weiblich klingenden Stimmen auch bei Männern. Und ich finde es auch trotzdem facettenreich. Man hat zum Beispiel den Opener Getaway, der diese 80er Keyboard-Klänge mit einbaut. Der klingt wie als hätten wir das bei Duran Duran geklaut. Ja. Also es klingt schon witzig. Also die vermitteln immer noch, die sind immer noch gute Musiker, das nimmt den ja keiner. Nee. Und vor allem, also der Opener Getaway, der ist halt mit seinem 80er-Charme, du spürst wirklich die 80er. Mhm. Und der letzte Song, Flux, der ist ein richtig klassischer Long Distance Calling Song. Der hat dich dann glücklich gemacht. Ja, der hat mich schon glücklich gemacht, aber das gesamte Album, das springt so ein bisschen. Du hast dann wirklich ein paar richtig so noisy Songs und dann dies und dann ein Interlude von einem Minute so und so. Sie springen jetzt quasi zwischen ihren Phasen so. Es hat so ein bisschen so einen leichten Sampler-Charakter, das Album. Und das ist nichts, was mir großartig gefällt. Die Sache ist, früher war Long Distance Calling so eine zusammenhängende Reise so. Und jetzt hat man wie so einen Sampler-Charakter von jedem Dorfenhund. Also ich finde es gerade super abwechslungsreich deshalb. Mhm. Du hast diese eben akustischen, also jetzt eben halt nur Gitarren und Riffs, und die sind alle super auch interessant, die machen Bock, und du hast den Gesang. Also für mich ist das eine super Mischung, und deshalb gebe ich von Herzen 4 Punkte für dieses Album. Ja, da bin ich gar nicht bei. Also allein dadurch, dass ich es vielleicht auch etwas zu subjektiv von meinen vorherigen Long Distance Calling-Erfahrungen abhängig mache, und zwar von den ersten paar Sachen, die rausgebracht haben, von das erste Album Satellite Bay, würde ich jetzt nur 2 Punkte geben. Da geht unsere Schere mal weit auseinander, weil die haben sich einfach stark gewandelt, und ich finde, der ursprüngliche Charme Long Distance Calling ist futsch. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also ich bin gespannt, wenn ihr schon Long Distance Calling länger kennt, wie findet ihr das neue Album? Und wenn ihr die zum ersten Mal reinhört, wird es auch interessant, wie ihr es findet. Also es ist ein bisschen die Frage, wie man die Band schon kennengelernt hat wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Aber, aber so haben wir ja auch beides im Review vertreten. Ja, und
Dann? Ich bin gespannt. Mal sehen, wie ihr die findet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.